Momentan sieht es auf dem riesigen Knaufgelände in Rottleberode noch nicht nach einem Historienspektakel aus. Doch morgen startet sie, die nunmehr schon vierte Parade der Geschichten. Was erhofft sich Veranstalter Michael Mantei vom Wochenende? Ich hoffe morgen sehr, sehr viel Sonnenschein, schönes Wetter. Wir haben 600 Mitwirkende aus ganz Deutschland, aus Norddeutschland, Bayern, aus Mitteldeutschland, aus Thüringen, aus Berlin und Brandenburg. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Historienspektakel weiter ausbauen konnten. Wir haben beispielsweise ein neues Königin-Treffen kreiert innerhalb der Parade der Geschichten mit 25 Königinnen aus ganz Deutschland. Wir haben zum ersten Mal den Schwarzpulververband Mitteldeutschlands dabei mit 25 Kanonen. Und wir werden natürlich als Kernstück, so wie wir es Besucher immer kennen, dreimal am Tag die Parade der Geschichten durchführen als großen Umzug übers Festgelände. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viel Spaß haben.